von mir. Ja, wir starten mit einem Vlog, aber ich dachte mir, wir machen diese Woche ein bisschen was anders. Und zwar nehme ich euch so ein bisschen auch dabei mit, was ich die Tage so esse. Ich meine, wir haben schon Mittwoch, aber ne, es sind ja noch ein paar Tage bis Sonntag. Vielleicht filme ich da noch das eine oder andere mit und dachte mir halt, wir versuchen es mal mit ein bisschen Essen einzubauen. Und zwar zeige ich euch, was ich so esse. Jetzt habe ich ganz schön oft Essen gesagt. Egal. Heute, an diesem wundervollen Mittwoch, es scheint die Sonne, es ist strahlend blauer Himmel und ich liebe es. Mal gucken, mein Mann hat heute frei. Also er hatte Nachtschicht und hat jetzt frei. Und vielleicht grillen wir heute ein Würstchen. Ich würde mich so freuen, ne? Aber gut, kommen wir erstmal zu meinem Frühstück und zwar, jetzt kann ich es nicht kippen, dann fällt es ja runter. Also, ich nehme euch mal ab und zeige euch das. Jo, es gibt, wie heißt es, rundes Knäckebrot mit rohen Schinken, einer halben Scheibe Tomaten-Basilikum-Käse und zwei Gürkchen. Dazu gibt es einen Kaffee und dann gibt es noch einen grünen Apfel hinterher. Genau, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Und dann schauen wir mal, wie es heute so weitergeht. Jo! Katze in Gefahr. Wir gehen jetzt erstmal zum Sport. Und dann gucken wir mal, was es denn heute wirklich zum Mittagessen gibt. Weil noch bin ich unentschlossen. Aber jetzt erstmal Sport. Gibt es Döner? Ja. Lecker mit scharfer Soße und allem drinne. Den lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit. So, es ist Zeit für Abendessen. Aber ich habe nicht richtig Hunger. Also was heißt Abendessen? Ich mache mir jetzt ein paar Tomaten und ein bisschen Gurke und einen Joghurt. Genau. Also gibt es jetzt ein bisschen Salat und ein Joghurt. Genau, und das war's für heute. So, Tag 2. Ich bin schon wieder auf dem Weg zum Sport. Deswegen gibt es zum Frühstück, gab es Kaffee, den habe ich vergessen zu filmen. Aber jetzt gibt es erstmal nur eine Banane. Und danach geht es zum Einkaufen. Und dann schauen wir mal, was es heute alles so gibt. Bis später. So, unser Mittagessen. Toast mit Salami, Ananas und Käse. Ich finde, das sieht so lustig aus, ne? So, bup, 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 bup. Jetzt ein bisschen eingedrückt. Gut. Lecker. Jo. Der Mann macht Faxen hinter der Kamera. Der ist frech. Ich wollte zeigen, ich habe gestern was... ich habe... Hallo? Belästigen Sie bitte nicht den Schauspieler. Ich muss gehen. Der ist frech. So, also, ich habe bestellt Schuhe. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, wirklich nicht. Gleich kriegt er... Also, ich habe Sandalen bestellt und die wollte ich euch jetzt zeigen. So, in diesem formschönen grünen Karton kamen sie an, denn es sind Crocs. Und zwar Plateau-Crocs als Sandalette. Übrigens sehr bequem. Kann ich echt empfehlen. Also zumindest bisher, weil ich habe sie ja bisher nur Probe getragen und hier zu Hause waren die echt bequem. Also ich mag halt, dass es halt auch so eine dicke Sohle hat. Genau. So, und was noch ist, ich habe das nächste Bild endlich angefangen. Ich bin die Königin. Da! Eine Katze!
Macht der hier Fernseher an? Hallo, man hört mich nicht mehr. Also diese Katze habe ich mir auch gemacht. Genau, und jetzt muss ich erstmal gleich staubsaugen. Den Mann ärgern. Ich kann euch verraten, das ist echt ein frecher Kerl. Hat er nicht gehört. Gut, ich melde mich zum Abendessen wieder. So, jetzt gibt es noch ein paar Ofenpombeeren und 3 Kekse und dabei gucke ich Sweet Tooth. Bin aber schon fast fertig mit der zweiten Staffel. Genau, die Kissen stehen ja übrigens immer noch. Es hat noch keiner geschafft, den Balkon zu machen. Naja, eine Aufgabe für einen anderen Tag. So, ich mache es mir jetzt gemütlich. Jo, ist er geht noch? Ruhig. So, also, es gibt erstmal Kaffee. Der ist mittlerweile kalt. Okay, kalter Kaffee macht schön, vor allen Dingen die Dämpfe. Denn ich habe schon eine ganze Menge heute gemacht. Ein Haushalt. Und dabei ist mir aufgefallen, ich brauche dringend Kaffee. Den habe ich irgendwie vernachlässigt und Klopapier. Also werde ich entweder heute, aber vermutlich eher morgen Vormittag, noch mal kurz was einholen gehen. Also halt Klopapier und, oh Gott, was war das eben? Ach, Kopf wie ein Sieb, ey. Kaffee, meine Güte. Ich soll es mir aufschreiben. Also Klopapier und Kaffee. Und ich glaube noch irgendwas. Ich glaube Kartoffeln. Kartoffeln brauche ich, glaube ich, auch noch. Ja, genau. So, aber ich wollte eigentlich erzählen, dass ich jetzt schon eine Menge Haushalt gemacht habe und ich nicht so der Frühstücker eigentlich bin. Also vor allen Dingen nicht, wenn ich alleine bin. Dann frühstücke ich fast nie. Dann gibt es wirklich nur Kaffee. Früher gab es Kaffee und Zigarette. Heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch Kaffee. Aber ich habe mir jetzt hier noch so ein Bananendrink mit Protein geholt und den werde ich jetzt schlürfen. Genau. Sehr lecker. Oh, der ist so gut, ne? Schmeckt wirklich wie Müllermilch. Banane. Einfach richtig lecker. Genau, Wetter ist so ein bisschen diesig. Also es soll auch irgendwie regnen. Ganz ehrlich, ne, bei den Wettervorhersagen, es soll zwar warm werden, aber regnerisch. Und das ist zwar schön, dass es warm wird, aber wer will denn Regen? Also jetzt mal im Ernst, das kann man ja trotzdem nicht wirklich rausgehen. Also klar, ne, Schirm und so. Aber ja, einfach schönes Wetter. Aber naja, gut. Es sieht so aus, als wollte es regnen demnächst, weil es kommen da so Wolken. Ist nicht so schön. Aber nichtsdestotrotz ist heute mein Aufräumtag. Auf jeden Fall, also jeden Tag so ein bisschen, aber heute ist wieder so Großputz angesagt. Ich habe jetzt gerade mein Badezimmer eingesprüht. Das kann ich jetzt erstmal kurz ein bisschen einwirken, bevor ich da weitermache. Meine Wäsche ist auch gleich fertig. Dann kann ich direkt die Spülmaschine anschmeißen, weil das geht bei uns nicht gleichzeitig. Wegen dem Rohr. Das ist einfach zu klein für beide Maschinen. Und dann, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe schon so viel gemacht heute, dass ich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Mittagessen muss ich auch noch bald vorbereiten. Ah, noch habe ich ein bisschen Zeit. Geht auch schnell. Heute machen wir Paprikareis. Und heute geht es nicht zum Sport. Gott sei Dank. Oh,
Also kann ich heute auch so viel putzen. Ja. Genau. Gut. Ich melde mich, wenn es dann zum nächsten Essen, glaube ich, geht. Ansonsten kommt jetzt irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Meinen Teller vom Mittagessen zu filmen. Aber ihr habt es ja im Kochtopf gesehen. Also so sah es aus, nur halt auf meinem Teller. Genau. So, und zum Nachtisch gibt es jetzt eine Knusperschnitte im 90er-Jahre-Style. Schmecken tut sie Gott sei Dank wie aus dem neuesten Jahr und nicht wie aus den 90ern. Gut, lass ich mir jetzt schmecken. So, heutiges Abendessen. Es gibt wieder Salat, also Gurke, Tomate, Frühlingszwiebel und Gewürz. Dann ein Brot mit Rotschinken, Tomate, Basilikumkäse. Dann eine Käsebiene, diese zwei komischen Bällchen mit diesem Pesto drin und ein Hähnchenteil. Und ich dachte, wir probieren so ein Hähnchenteil mal zusammen und kosten das jetzt. Ist irgendwie hart. Naja, nicht so meins. Aber irgendwer wird sie schon aufessen. So, also ich lasse es mir jetzt schmecken. Und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal zu einem kleinen Snack oder so. Mal schauen. So, wir haben Samstag schon. Habe ich jetzt schon echt 4 Tage mein Essen gezeigt? Kommt mir gar nicht so lange vor. Ich habe, glaube ich, mit Fragen gefangen. Tja, kann wohl sein. Aber heute mache ich Brunch, weil es ist nämlich schon 11:30 Uhr. Und ich gehe nachher meinen Mann abholen, weil wir dann noch was machen wollen. Und dann wollen wir auch noch zum Sport und da wird das Essen dann wahrscheinlich sehr lange auf sich warten. Deswegen habe ich mir wieder Knäckebrot gemacht mit rohen Schinken, einer halben Scheibe Käse und 2 Gurkenscheiben. Und das natürlich 2-mal. Genau. Das lasse ich mir jetzt schmecken, bis ich dann den geliebten Ehemann abholen gehe. Genau. Und dann schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob ich das Mittagessen vorbereite. Weiß ich nicht. Muss ich mir noch überlegen. Genau. Oder ob wir vielleicht auch nicht zum Sport gehen heute. Ich habe keine Ahnung. Das muss halt auch der Mann entscheiden, wie er so fit ist und so. Weil der hat nicht so gut zu schlafen, hat er gesagt. Also, wir werden sehen. Ich lasse mir das jetzt auf jeden Fall schmecken. Und wir sehen uns später.
So, jetzt habe ich den lieben Mann abgeholt und dann waren wir auf unserem Kreativmarkt bei uns auf dem Platz und da habe ich einfach vergessen zu filmen. Aber es wäre eh nicht so interessant gewesen, weil es war irre voll und da hätte ich wahrscheinlich auch viel zu viel pixeln müssen. Deswegen war nicht so dolle, gab also auch nicht wirklich was zu filmen. Es gab sehr viel Seife zu kaufen, Babysachen und Handtaschen. Aber okay, so ist das. Ja, jetzt bin ich erstmal ein bisschen fix und fertig gerade. Und macht aber nichts, ich muss mir jetzt gleich umziehen. Denn wir gehen jetzt gleich zum Sport. Und wenn ich wieder da bin, dann gibt es endlich was zu essen. Bis dahin gibt es nichts. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, Dille, endlich wieder zu Hause. Wir haben es jetzt mittlerweile 6:30. Es gibt dann jetzt endlich Essen. Und ich zeige euch mal kurz, was es gibt. Und zwar gibt es Blumenkohlcurry mit ein bisschen Reis. Und zum Nachtisch habe ich dann das hier gemacht. Genau, das lassen wir uns dann noch schmecken. Und dann war es das auch für heute. Deswegen würde ich mich dann auch für diese Woche von dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunderschönen neuen Wochenanfang. Wir sehen uns zu einem neuen Food Haul und bis dahin alles Liebe. Bis dann. Tschüss.